Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 12. Folge von Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast aus dem Spektrumbunker. Heute haben wir einen echten Leckerbissen für alle Apokalyptiker zur Hand, nämlich die Wiedergeburt der Pocken. Die Pocken waren lange Zeit eine der schlimmsten und gefährlichsten Infektionskrankheiten überhaupt. In der frühen Neuzeit schätzt man, dass ungefähr 400.000 Menschen an den Pocken starben, pro Jahr wohlgemerkt. Aber in den 1970er Jahren wurden die Pocken dann ausgerottet durch eine konzertierte Impfkampagne der Weltgesundheitsorganisation. Und seitdem gibt es auf der Welt nur noch zwei Proben der echten Pocken. Eine davon in den USA, eine davon in Russland, und da liegen sie sicher. Zumindest so sicher wie die Milzbranderreger aus den Labors der US-Armee, die dann 2001 plötzlich in diversen New Yorker Briefkästen auftauchten. Aber das ist heute nicht unser Thema. Unser Thema ist die natürliche Rückkehr der Pocken. Tatsächlich infizieren sich nämlich schon heute pro Jahr mehrere Dutzend Menschen mit Pockenviren. Natürlich nicht mit den echten Pocken, sondern in diesem Fall mit den Affenpocken. Die Affenpocken gehören wie die echten menschlichen Pocken zu einer größeren Familie von Erregern, die verschiedene Tiere befallen, zum Beispiel eben Kühe, Affen, aber auch Nagetiere. Und in vielen Fällen auch Menschen. Der potenziell gefährlichste Erreger in jeder Hinsicht sind aber die Affenpocken. Die Affenpocken verursachen eine Krankheit, die den echten Pocken sehr ähnlich ist und an der durchaus auch Menschen sterben. Es wird zwar immer gesagt, dass die Affenpocken milder verlaufen als die echten Pocken, aber das heißt nun mal nicht so viel, weil die echten Pocken schon ziemlich hart sind. Auch die Affenpocken haben durchaus eine Sterblichkeit der Patienten von bis zu 10% und sie sind dabei viermal so tödlich wie die spanische Grippe von 1918. Also eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten überhaupt. Es gibt, genau wie bei den echten Pocken, kein Mittel gegen die Infektion, und auch die Affenpocken werden durchaus von Mensch zu Mensch übertragen. Und genau dazu bekommen die Affenpocken inzwischen mehr und mehr Gelegenheit. Denn während der Impfkampagne bis vor 30 Jahren war man nicht nur vor den echten Pocken geschützt, sondern eben auch vor Affenpocken, und deswegen erkrankten nur wenige Menschen. Aber seit den 80er Jahren ist die Impfkampagne ausgesetzt und immer weniger Menschen sind immun. Und neuere Forschungen haben gezeigt, dass die Affenpockeninfektionen im Kongo-Becken, also dem Heimatgebiet dieser Krankheit, seit den 80er Jahren um den Faktor 20 zugenommen haben. Der Grund, weswegen ihr von dieser ernsthaften Bedrohung noch nicht gehört habt, ist ein ganz einfacher. Die Übertragung von Mensch zu Mensch ist zwar möglich, aber sehr, sehr ineffektiv. Das bedeutet in der Praxis, die Leute stecken sich bei Tieren an, bei Nagetieren, manchmal bei Affen. Aber nur in einem von 10 Fällen überträgt ein so Erkrankter tatsächlich die Krankheit auch noch auf einen anderen Menschen. Das heißt, in der Praxis läuft sich so ein Cluster von Affenpockenerkrankungen relativ schnell tot. Und entsprechend verlässt die Krankheit, bis auf einen relativ prominenten Fall in den USA, das Gebiet Zentral- und Westafrika bis heute nicht. Das muss aber nicht so bleiben. Das Virus muss sich einfach nur noch ein bisschen besser an den Menschen anpassen, und dann kann es sich natürlich auch schneller und effektiver von Mensch zu Mensch verbreiten und eventuell zu einer globalen Pandemie werden. Wir wissen, dass das Affenvirus das kann.
Die Affenpocken sind nun mal mit den echten Pocken sehr eng verwandt und was die echten Pocken waren, das wissen wir. Das können die Affenpocken auch. Und je mehr Menschen sich pro Jahr infizieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann auch dazu kommt. Es wird früher oder später ein Virenstamm entstehen, der effektiver ist in der von Mensch zu Mensch Übertragung, möglicherweise auch aggressiver und mehr Menschen tötet und deswegen eine größere Gefahr darstellt. Und wenn so ein Stamm auftaucht, ist das Ergebnis eine globale, verheerende Pandemie. Wir haben ein bisschen Glück. Wir haben es nicht mit Retroviren zu tun, die sich sehr, sehr schnell verändern, sondern die Pockenviren und auch das Affenpockenvirus verändert sich relativ langsam. Nämlich mit einer Mutationsrate von etwa einer Mutation pro Million Basenpaaren und Jahr. Das ist ungefähr nur ein Tausendstel der Mutationsrate von HIV oder anderen Retroviren, die ja dafür bekannt sind, sich sehr schnell zu entwickeln. Trotzdem ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis mal ein Affenpockenerreger auftaucht, der sich weiter auf den Menschen spezialisiert hat und eine Bedrohung darstellt. Vor diesem Hintergrund ist es, um mal zum Anfang zurückzukehren, vielleicht ganz praktisch, dass es eben noch diese beiden Ampullen mit den echten Pockenviren in den USA und Russland gibt. Denn aus diesen Pockenviren kann man sehr schnell und sehr effektiv einen Impfstoff gegen die Pocken herstellen und der wiederum schützt uns auch vor den Affenpocken. Ja, und das war die 12. Folge von Wir werden alle sterben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.